Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von Faster Than Light, also schneller als das Licht, einem weiteren Kandidaten aus der Kategorie der Roguelike-Indie-Spiele. Also Roguelike mal wieder wegen dem Permadeath. Das heißt, man hat nur einen Speicherstand, der wird immer wieder überschrieben. Den kann man nicht neu laden, wenn es einem gerade nicht gepasst hat, wie es ausgegangen ist. Und wenn man stirbt, ist das Ganze halt vorbei. Das gibt einen gewissen Reiz, aber man überlegt sich halt zweimal, bevor man eine Sache macht. Und das Ganze ist, wie man schon sehen kann, eine Art Weltraumsimulation. Aber nicht in dem Stil wie EVE Online oder X3 oder dergleichen, sondern man hat ein Schiff und eine Besatzung, die man nach und nach ausrüsten kann. Und man wird gejagt von den Rebellen und springt so von Sektor zu Sektor, hat aber nur eine gewisse Anzahl an Zügen, die man machen kann, bevor man halt von den Rebellen überrannt wird. Aber ich zeige euch das Ganze einfach mal. Wir starten ein neues Spiel. Mein alter Speicherstand wird überschrieben. Ja, das tut zwar ein wenig weh, aber passt schon. Wir haben hier unsere Kestrel. Den Namen kenne ich auch aus ein paar anderen Weltraumspielen. Eine Sache gleich vorweg. Es gibt nur zwei Schwierigkeitsstufen. Und ich als alter Gamer-Hase habe natürlich gedacht, was, auf Easy spiele ich niemals. Normal ist auch viel zu einfach. Wo ist der schwere Modus? Denn normalerweise ist schwer das neue Normal. Hier ist schwer das Normal und normal ist das Easy. Also ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr das Spiel anfangt, auf Easy spielen. Selbst ich jetzt nach 3 Tagen rumgespiele, bin immer noch auf Easy und habe es immer noch nicht geschafft. Ja, man kann nach und nach auch andere Schiffe freischalten, was ich ein sehr cooles Feature finde. Die Schiffe sind auch nicht unbedingt besser. Ich zeige euch einfach mal ein anderes. Das da. Hat eine andere Bewaffnung, hat eine andere Besatzung, aber ist nicht stärker. Es ist eigentlich sogar schwächer. Man muss halt nur anders spielen. Dieses Schiff zum Beispiel ist eher darauf ausgelegt, mit Drohnen zu kämpfen und mit Ionenwaffen. Also den Gegner dazu zu bringen, dass er nicht mehr wirklich gut agieren kann und dann mit den Drohnen den Rest zu geben. Aber dazu halt nach und nach mehr. Jetzt erkläre ich euch mal, wie das Ganze hier aufgebaut ist. Wir sehen hier unsere Besatzungsmitglieder. Die können wir auch noch über das Schiff verteilen und müssen wir auch über das Schiff verteilen. Denn wenn ein Besatzungsmitglied in einem Raum ist, der verstärkt werden kann durch ein Besatzungsmitglied, dann kriegt dieser Raum einen Boost. Sagen wir mal die Schilde. Wenn wir jetzt ihn hier in den Schildraum stellen würden, dann würden die Schilde 10% schneller rechargen, also neu aufladen. Und er bekommt auch Erfahrungspunkte dadurch, dass er da arbeitet. Wodurch er nachher das Schild um 20% und 30% schneller machen kann. Also genaue Werte sind jetzt geschätzt. Das gleiche gilt auch für den Antrieb. Dann kann man halt besser ausweichen. Das Ganze gilt für das Waffensystem, wenn man besser zielen kann. Dann haben wir hier noch den Sauerstofftank. Wir haben hier die Medical Bay, also wo sie sich heilen lassen können. Hier haben wir das System, das für die Türen zuständig ist. Das kleine Orangen hier sind die Türen. Und hier die Scanner, die einmal für die externen Scanner wichtig sind, aber auch um das eigene Schiff überhaupt zu sehen. Weil wenn die Scanner ausfallen oder wenn man in einem Nebel ist, dann sieht man nur die Räume, wo auch Besatzungsmitglieder drin sind. Also ist auch relativ wichtig. Die Räume können auch einzeln beschädigt werden, die müssen repariert werden. Es kann auch zu einem Hüllenbruch kommen und dann geht die ganze Luft raus. Deswegen ist es wichtig, welche Türen offen sind und welche zu. Feuer kann sich ausbreiten. Das ist alles sehr schön detailliert gemacht. Aber ich will euch jetzt erstmal zeigen, wie das aussieht. Wir benennen das ganze Ding jetzt mal um. In Old School. Ich glaube, ich bin inzwischen bei... Nein, 6 müsste es sein. So, das Ganze machen wir auf Easy. Und starten das Spiel. Das ganze Spiel ist leider nur auf Englisch erhältlich, deswegen werde ich euch immer so einen groben Überblick darüber geben, was gerade in den Textboxen aufgetaucht ist. Das ist jetzt die Information, dass wir halt für die Föderation arbeiten und dass wir eine sehr, sehr wichtige Information mit uns mitführen. Was die ist, weiß ich leider noch gar nicht, was mich aber auch schon ein bisschen reizt, das rauszufinden. Denn das muss wirklich sehr wichtig sein. Und wir fliehen jetzt halt vor den Rebellen. So, fertig. Zuallererst sollten wir unsere Besatzungsmitglieder verteilen. Ich mache das immer so, dass der oberste der Pilot ist. Der zweite wird in den Schildraum geschickt mit rechter Maustaste. So, jetzt sehen wir auch hier unten, dass dieses graue Männchen ausgefüllt wird mit weiß. Das heißt, er kriegt jetzt einen Bonus von Schilde, 10% schnellere Recharge-Rate. Und darunter sieht man Next Level 0 von 55. Das heißt, der Balken wird sich nach und nach füllen, je länger er hier arbeitet. Also nur in Gefahrensituationen, soweit ich weiß. Wir können ihn einfach jetzt hier unendlich lange drin lassen, dann ist er irgendwann Max Level. Das klappt so nicht. So, und Hutz, du kommst in die Waffensysteme.
So, das nächste. Wir haben hier oben unsere Hülle, die nach und nach halt runtergeht, wenn wir getroffen werden. Und bei 0 ist halt das Spiel vorbei. Hier haben wir unsere Schilde. Wir haben momentan nur einen Schildpunkt. Das heißt, sobald wir einen Treffer bekommen, ist das Schild weg. Und hier unten können wir unsere Energie verteilen, die wir noch haben. Hier sehen wir links die Punkte, die wir noch zu verteilen übrig haben. Und hier rechts halt die, die wir ja schon versetzt haben. Und wie viele wir noch setzen könnten. Wir sehen, bei den Waffensystemen sind keine Balken drin, weil die Waffen selber noch deaktiviert sind. Die aktiviere ich einfach mit einem Linksklick. Zack, zack. Fahren ja in den Seiten auch schön aus. Und laden langsam auf. Das heißt, wir haben jetzt keine Punkte mehr über. Hätten wir noch einen Punkt über, könnten wir ihn hier reinsetzen. Weil jeder Punkt im Antrieb sorgt dafür, dass wir besser ausweichen können. Hier oben sind ganz klein auch noch zwei sehr wichtige Werte. Einmal der Ausweichwert, 10%. Und einmal, wie viel Sauerstoff wir noch haben. Denn sobald der Sauerstoff in einem Raum, wo ein Besatzungsmitglied drin ist, zu niedrig wird, stirbt er halt langsam. Und dann kann man zwar die Türen zu den Nachbarräumen aufmachen, um den Sauerstoff von da rein zu pusten. Aber wenn dann auch noch das hier kaputt ist, also die Sauerstofftanks selber, dann ist es ganz arg. Aber gut, das werden wir vielleicht ja noch sehen. Mit Glück oder Pech, wie auch immer. Dann haben wir hier noch unser Treibstoff. Also wir können jetzt 16 Mal springen, bevor wir gestrandet sind. Wir haben 8 Raketen. Jeder Schuss mit dem Raketenwerfer hier unten verbraucht eine Munition. Und wir haben 0 Drohnen. Das ist aber auch nicht schlimm, denn wir haben noch gar kein System, um die Drohnen überhaupt zu starten. Jetzt können wir uns jedes Schiff noch genauer angucken und aufstufen. Wir haben hier 30 Junk, nennt sich das, also Schrott. Und mit dem Schrott können wir halt Erweiterungen für das Schiff kaufen. Keine Waffen, die können wir uns nur in Stationen kaufen oder unterwegs finden. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel unseren Reaktor erhöhen mit 20 Schrott und hätten dann einen Energiepunkt über, um ihn in die Antriebe zu stecken. Das mache ich meistens ganz am Anfang. So, Accept. Jetzt haben wir hier den Energiebalken, linke Maustaste auf den Antrieb und schon haben wir 15 Ausweichen statt 10. Ist zwar nicht viel, aber jedes bisschen hilft. So, und jetzt machen wir unseren ersten Sprung. Hier sehen wir jetzt die Sektorkarte. Da hinten müssen wir hin, um in den nächsten Sektor zu kommen. Insgesamt gibt es 8 Sektoren und im letzten Sektor wartet halt der Endboss auf einen, was aber ein sehr schwieriger Kampf ist, aber auch sehr cool programmiert. Das sehen wir aber hoffentlich demnächst. Wir können jetzt noch frei rumspringen. Je öfter wir jedoch springen, desto näher kommen die Rebellen. Und irgendwann sieht man die auf der Karte. Da kann man gewisse Sektoren nicht mehr betreten. Das heißt, wir werden nach und nach in die Richtung hier getrieben. Aber das dauert jetzt noch 2 Sprünge ungefähr, bis sie überhaupt auftauchen. Deswegen mache ich es am Anfang meistens so, dass ich die 2, die möglichst nah am Kartenrand sind, dass ich die abgrase und dann schnell verschwinde. Also springen wir mal dahin. Ein Treibstoff ist weg. Und unsere Scans zeigen ein Settlement, also eine Siedlung, die von einem Piratenschiff bombardiert wird oder blockiert wird. Das Piratenschiff sendet uns, haltet euch hier raus oder ihr werdet das nächste Ziel sein. Das heißt, wir könnten sie jetzt einfach ignorieren und weiterfliegen oder wir können sie angreifen. Auf einfach sollte man am Anfang die auf jeden Fall angreifen, auf normal sollte man sich echt überlegen. Aber allgemein, wenn man die Ressourcen über hat, sollte man immer kämpfen, denn dadurch kriegt man mehr Ressourcen. Wenn man jedoch angeschlagen ist, dann lieber weiterfliegen. Aber wir greifen jetzt einfach mal an. So. You asked for it. Ja, wir haben es provoziert. Ist vollkommen okay. Also wir sehen jetzt hier unten, unsere Waffensysteme laden auf, deren aber auch. Das sieht man auch optisch hier an den Waffen. Ich mache mal ganz kurz Pause. Wir können jetzt nämlich 1 und 2 drücken, um die Waffensysteme auszuwählen und denen ein Ziel zu geben. Wir haben hier den Piloten, Schildsystem, Waffensystem, Antriebssystem und Sauerstoff. Er hat nur ein Schild, genau wie wir. Das heißt, normalerweise mache ich es am Anfang so, ich schieße eine Rakete. Rakete durchdringen übrigens fast alle Schilde, nicht alle. Es gibt extra grüne Schilde, da kommen keine Raketen durch. Oh ja, eine Rakete kommt auf das Schildsystem. Das müsste dann ausfallen nach einem direkten Treffer. Und zeitversetzt, also die Rakete fliegt jetzt los, zeitversetzt schieße ich jetzt mit dem Burst Laser auf das Waffensystem. Das heißt, die Rakete müsste gleich im Schildsystem einschlagen. Das Schild wird deaktiviert und dann kommen unsere Laser und treffen die Waffensysteme, sodass er gar nicht dazu kommt, weiter zu feuern. So, Treffer vom Raketensystem, 2 Schadenspunkte und es ist rot geworden. Schilde sind also weg und hier kommen jetzt unsere Laser an. Wusch, 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 wusch. Und schon rot geworden und er will sich ergeben. Er bietet uns 2 Treibstoff, 4 Raketen und 13 Scrap. Meistens ist es so, dass wenn sie sich ergeben, man mehr Treibstoff und mehr Raketen bekommt. Wenn man sie abschießt, bekommt man mehr Scrap. Und Scrap ist mir wichtig, weil ich will mein Schiff möglichst schnell ausbauen. Also, Piraterie kann nicht vergeben werden. Angriff.
Der ist ja eh schon tot. Also Schilde sind runter, Waffensysteme sind runter. Das heißt, die Besatzung von diesem Schiff wird jetzt dahin laufen. Das sehen wir aber nicht, weil wir unsere Scanner nicht ausgebaut haben. Die Besatzung läuft dahin und versucht das jetzt zu reparieren. Aber dazu werden die gar nicht erst kommen, denn ich drücke schon wieder 2 für Burst Laser und wir schießen einfach auf ein bereits beschädigtes System. Dadurch geht deren Hülle runter und der müsste gleich sterben. Man kann auch Autofire einstellen, den schießt er immer wieder, sobald der Laser bereit ist. Am Anfang kann man das so machen, später sollte man darauf echt verzichten, denn man muss wesentlich taktischer damit umgehen. So, wir sehen jetzt, wir haben immer noch 2 Treibstoff bekommen, wie beim Ergeben auch. Wir haben keine Raketen bekommen, dafür einen Drohnenpart und statt 11 Scrap haben wir 22 bekommen. Das ist doch okay. Fertig. Jetzt, wo die Piraten weg sind, können wir die Station signalisieren. Wir sind dankbar für das, was sie getan haben. Und wir bekommen dafür eine Rakete, einen Drone-Part und 2 Scrap. Sehr schön. Unser Schiff ist nicht beschädigt, kein bisschen. Wir müssen noch keine Besatzung umstellen, also können wir jetzt gleich weiterspringen. Es macht übrigens keinen Sinn, die Waffen zu Ende laden zu lassen, bevor man springt, denn nach einem Sprung sind die eh wieder deaktiviert. Also, springen. Wir hätten hier einen Store, also ein Geschäft. Aber da können wir später auch noch hin, weil momentan haben wir nicht ganz so viel Junk. Das bringt uns nichts. Also springe ich nochmal kurz dahin, bevor die Rebellen kommen. Ein Föderationssignal wird von dem Planeten hier geschickt. Föderation, wie gesagt, sind wir sind die Guten. Also denke ich zumindest mal. Wir könnten jetzt eine Gruppe runterschicken, um das Ganze zu untersuchen oder einfach weiterfliegen. Der Haken ist, wenn wir unsere Crew da runterschicken, kann es sein, dass nicht alle zurückkommen und wir haben nur 3. Na gut, 2-1 Risiko. Als wir dem Signal näher kommen, hören wir plötzlich eine Nachricht über den bekannten Channel. Ich wusste, dass irgendwelche Föderali darauf reinfallen würden. Bereitet euch vor, gebordet zu werden. Und wir haben jetzt hier 3 Leute, die unser Schiff überfallen. Das ist gar nicht gut. Also schicke ich jetzt erstmal alle in einen Raum. So. Und schicke unsere dann da auch rein. Ich hoffe, die passen alle. Ja, sie passen. Und es ist sehr gut, dass die Angreifer sich entschieden haben, zuerst die Krankenstation zu überfallen. Oh, und nebenbei müssen wir natürlich auch noch kämpfen. Aber ja, es ist sehr gut, dass sie die Krankenstation überfallen haben, denn unsere Leute können dagegen die kämpfen und werden gleichzeitig geheilt. Das heißt, wir werden den Kampf auf jeden Fall gewinnen. So, jetzt erstmal das feindliche Schiff ausschalten. Wieder Rakete auf das Schildsystem. Autofeuer machen wir aus. Rakete ist los. Schlägt gleich ein. Jetzt die Burstfeuer auf die Waffensysteme. So, Schilde sind vollkommen ausgeschaltet. Waffensystem ist orange, also nur zur Hälfte ausgeschaltet. Das heißt, eine Waffe wurde deaktiviert. Die andere Waffe ist immer noch aktiv. Und es breitet sich gerade Feuer bei uns nahe der Waffensysteme aus. Ich mache mal die Türen zum All hier auf. Da auf, da auf und da auf. In der Hoffnung, dass der Sauerstoff schnell genug rausfliegt, um das Feuer zu löschen. Mache ich die Pause wieder weg. So, man sieht schon, es wird hier langsam rot. Das heißt, der Sauerstoff geht raus und die Anzeige da geht runter. Waffensysteme sind auch deaktiviert, jetzt vollständig. Wir haben einen Burst Laser, der schießt 2 oder 3 Schuss. Ah, 3 Schuss, genau. Der letzte ist wohl gerade eingeschlagen, hat das vollständig deaktiviert. Das heißt, wir können uns jetzt eigentlich entspannt zurücklehnen und einfach mal auf die Sauerstofftanks schießen. Weil es gibt einen Erfolg, wenn man ein Schiff ausschaltet, indem die ganze Besatzung erstickt. Was nicht sehr schön ist, aber ja. Oh, das feindliche Schiff versucht wegzuspringen. Das ist gar nicht gut. Denn wenn es wegspringt, kriegen wir zum einen keinen Loot und die Rebellen kommen näher an uns ran. So, die Intruder sind alle besiegt. Pilot wieder zurück an deinen Platz. Türen hier bitte alle wieder zumachen. So, die machen wir mal auf, damit der Sauerstoff da reinfließen kann. Du gehst bitte zur Waffenkammer. Ne, du gehst zu den Schilden, du gehst zu den Waffen. So, schnell den Antrieb ausschalten, komm schon. Und piu piu piu. Jo, sehr schön. Nicht nur den Antrieb, sondern gleich das ganze Schiff ausgeschaltet. So muss das sein. Also, wir haben 3 Treibstoff, eine Rakete und 19 Scrap Metal bekommen. Weiter. Bevor wir jetzt losfliegen, warte ich aber erst, bis der ganze Sauerstoff hier wieder sich verteilt hat. Nur für den Fall, dass im nächsten Kampf da irgendwas passiert. Aber soweit halten wir uns sehr gut. 63 Scrap haben wir, nur 1 Hüllschaden, das ist echt vernachlässigbar.
und sonst bisher keine Probleme. Aber wir spielen wie gesagt ja auch auf Easy. Hätten wir das Ganze jetzt auf Normal gemacht, dann wären wir schon ganz schön zusammengeschossen worden. Aber gut, machen wir jetzt eine kleine Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis gleich.